Wir starten die Woche. Ich bin nicht ganz so fit. Ich habe echt schlecht geschlafen, wenig geschlafen, aber egal. Jetzt geht es gleich hier ins erste Meeting, hier am Schreibtisch. Und ja, da gehen wir rein. Ansonsten muss ich wieder in die Planung, Klausurplanung. Das ist echt wichtig die Woche. Und maybe packen wir es die Woche, unseren Balkon mit Winterpflanzen zu bestücken. Weil sieht nicht mehr ganz so rosig aus. Klar, die überleben auch ganz gut, die aus dem Sommer. Aber da wollen wir uns den Balkon wieder schick machen. Vielleicht nehmen wir euch da mit. Mal gucken, wie es läuft die Woche. Ansonsten, let's go. Euch auch eine tolle neue Woche und wir gehen rein ins Meeting. Ciao. So, bist du schon dran? Bist du schon dran? Kinas, es ist soweit. Der erste Kalendrian für. Oh, Alter, ist das ein Wäscher. Und ich kann schon wieder auf dem Papierhof fahren hier, auf dem Werkstoffhof. Und ich weiß, meine Körperhülle und Fülle sagt, nein, Junge, das darfst du nicht. Aber das ist brutal, Bratte, Alter. Was ist denn? Wir müssen helfen hier. Alter, das ist ein Wäscher, oder? Geh mal ein bisschen weiter zurück. Das ist krass, das Ding ist überall größer wie ich. Zeig mal. Wow! Harrison, did you see? Jante? He brought for you a calendar. A sugar gang calendar. A sugar gang. Komm mal hier. Okay, hast du Angst? Wir haben sie ja immer hier aufgebaut, auf dem Schrank irgendwie. Das kannst du ja vergessen, ey. Wie soll ich denn das morgens aufmachen? Ich besorge mal eine Staffelei dafür. So eine Staffelei, da kannst du hinstellen, aufstellen, umstellen. Ach, jetzt geht's aber los. Aber kein Grund der Besorgnis. Harrison hatte einen Ausschlag, sowas Pustelmäßiges. Anscheinend ist es eine Allergie und er wurde gut eingestellt vom Doc. Oh boy, was ist hier passiert? Die Pfandmafia. Ich bin viel zu faul, das immer abzugeben. Deswegen einmal muss man durch. Mädchen. Ich sag schon immer faszinierend, die Schwärme hier. So, da nächste Woche viel Arbeit ansteht, gehen wir jetzt ein bisschen in Vorleistung. Das heißt, wir nehmen jetzt schon einen Podcast auf für am Montag. Aber ja, also es ist ein bisschen viel zu tun die nächste Woche. Vor allem jetzt auch am Wochenende wird wieder gebacken. Genau. Ich richte hier gerade alles. Kabel einstecken, XLR hier, dies, das. Und dann mache ich hier alles genau gerade ready für den Podcast, für die Aufnahme. Was macht ihr zwei? Noch eine Tasse, die gefüllt werden will. Es wird noch eine Teetasse verlangt hier im Recording. Du hast Kackeluscht, gell? Du hast Kackeluscht. Der Faktor ist es der, dass die meisten ja einfach. So, Potti ist im Kaste. Und jetzt geht's ans Gucken. Na, wie spät haben wir es denn jetzt gerade? Ja, 13:30 ziemlich genau. Genau, jetzt geht's runter. Und dann nehmen wir euch auch noch kurz mit. Ein großes Kochwunder wird es nicht geben. Heute gibt es ein Carnivore-Ding, Carnivore-Diet. Und zwar hat die Jenny Steaks besorgt, ein Ribeye, glaube ich, und noch irgendwas, glaube ich, ein ganz normales Filetsteak. Und dazu machen wir noch Spiegeleier. Und das Ganze aus, ja, Spiegeleier halt, ne? Was sehe ich denn da? Was zeige ich, ne? Sunny Side Up. Aber auf jeden Fall nehmen wir den Kontaktgrill heute dazu, weil da hat schon die Zeiten vorgestellt, ne? Medium well, wie auch immer, oder einfach nur medium blutig. Ihr kennt es euch aus und dazu hole ich jetzt den, sag mal's, den Grill, ja. Jenny hier umgeräumt hat,
finde ich nichts mehr. Aber hier habe ich jetzt, was ist denn hier alles eingestellt? Also hier ist der Grill, genau. Let's go, komm. So, und die Jenny bereitet sich eine Guacamole vor. Ich bin jetzt so der Fan davon, aber sie macht sich das noch quasi als Side-Dish. Let's go. Hier liegt meins parat. Ja, leider hat es jetzt so gut geklappt. Ist irgendwie total durch geworden. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Spiegelei. Ja, das zweite scheint besser zu sein. Hier nur kurz angeschnitten im Weekly Vlog. Backmarathon Part Nummer 2 läuft jetzt an. Die Tische sind bereitgestellt. Alles umgestellt. Stühle weg. Ein paar bleiben. Harrison schnallt es überhaupt nicht. Der schnallt gar nicht, was hier los ist. Ja, zunächst machen wir erst in einem Teig. Und dann, warte mal, mit was für einem Gebäck machen wir jetzt weiter? Fettboller. Die Fettboller. Ihr werdet sehen, was wir darunter verstehen, was wir meinen. Aber dazu ausführlich alles im eigentlichen Weihnachtsbackdings-Video. Genau. Und hier ist auch die Sagen, wo man wäscht, wo die ganzen Zutaten reinkommen und gemixt werden. Und. So, hier werden ein paar Streusel zusammengefügt. Ja, die verschiedenen Sorten halt eben zum Bestreuen später bei den Fettbolles. So, einmal Mehl abwiegen und sieben. Das Mehl, Puderzucker fein gesiebt, Zucker kam jetzt noch dazu. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, ne? Butter, Butterschmalz und Co. Also, wir nehmen die Butter, die ist zimmerwarm, zack. Zack, zack. Und verteilen die dann. Zack. Hier so außenrum. Zack, und dann die Flöckchen außenrum. So, die Grundmasse steht schon fast. Genau. Und dann, ja, fast sage ich schon. Dann kann man das hier alles durchkneten. So, et voilà, die erste Bombe ist fertig. Weiter geht's. So, und wir kochen jetzt noch für morgen vor. Es gibt Chinakohl, hier quasi Tatar-mäßig. Hier Chinakohl, Jenny hat alles schon klein geschnitten und jetzt einfach alles hier rein, zack, 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 durchbraten, würzen, ab dafür. Ich habe keinen Plan, Kinas. Jenny hat so viel Chinakohl geholt, da musste ich jetzt noch einen zweiten Topf dranhängen, habe das umgefüllt, aufgefüllt und jetzt haben wir einfach, keine Ahnung, Essen für 8 Leute, glaube ich. Tag Nummer 2, Backmarathon 2. Ja. Hallo. Ich filme gerade mich. Also. Ich bin schon am Ausstechen von den Formen. Ist noch dazu gekommen und ich gehe jetzt schnell hoch an den Rechner, Podcast schneiden, diesen Weekly-Vlog schneiden. Genau. Ciao.